Ja, liebe Freunde, jetzt kommt der vierte Teil der Kommentarserie da mit den Beileidsbekundungen, die ich unbedingt beantworten will. Ne, lasse ich mir nicht nehmen, ne, auch wenn da ziemlich viele Hetze war und sowas alles, aber ich möchte da gerne drauf eingehen. Ne? Und ich wünsche euch viel Spaß beim vierten Teil. Euer Peter. Hochwasser ist, glaube ich, aktuell verständlich uninteressant. Ich fand es ganz interessant zum Fotografieren, ne, nachher. Ja, gehen wir weiter. Ich wünsche ganz viel Kraft und eine Aufklärung der Umstände. Ja, das hat sich alles aufgeklärt, liebe Katrin. Liebe, liebe Grüße. Peter, denk dran, du musst durch die harte Zeit. Denk an deine zwei Kinder. Ja, da denke ich auch dran. Das ist so, Emmy. Liebe, liebe Grüße, Emmy. Ui Berg, hallo, mein tiefes Mitgefühl. Ich sitze hier und höre dir zu, bin fassungslos. Bin die ganze Zeit am Kopf vor mir am Hin- und Herschütteln, weil ich es nicht glauben kann, dass so etwas passieren kann. So ein junger Mensch. Und ich denke mir, warum? Warum passiert so etwas in dem jungen Alter? Es ist doch so sinnlos, so früh und schon sterben zu müssen. Ja. Das sind zum Beispiel alles das, was mir auch komplett durch den Kopf geht. Das ist so. Ne, komplett sowas. Ne, das ist so. Ne? Wie kann das passieren, Leute? So jung. Und, naja. Ne, von der Steffi, das kommt jetzt aus dem Film, wie versprochen. Ne? Lasst uns bei einem Spaziergang reden. Ne? Hallo Peter, bitte bleib dran an der Therapie. Das braucht deine Zeit. Meine Therapie ist die Natur. Nochmal von der Steffi und Peter, ich empfehle dir eine Psychotherapie. Wenn das bei einer Psychotherapie nur eine Sitzung war, ist es keine Therapie. Das stimmt. Ne? Bin ich voll damit bei. Und ich habe das vorhin ja schon erzählt. Ich werde das in Gießen nochmal probieren, anders. Und dann gucken wir. Von der Frau Hafernil. Liebe Grüße, Grüße zurück, nochmal liebe Grüße von der Frau Hafernil. Martina, hallo Peter, bitte denk an dich und pass auf dich auf. Liebe Grüße von Martina und Dauercamper unterwegs. Sag, ne, Martina, liebe, liebe Grüße, ich pass auch auf mich auch und liebe Grüße an deinen Mann. Ne, genau, und sie schreibt es gerade, die Martina, dann doch besser in die Natur. Liebe Grüße, Martina. Erstmal Grüße, Grüße zurück. So. Von der Heike, das war jetzt aus einem Film, ein Abschied an einen Neuanfang, da habe ich das schon mal gezeigt mit den Ruhefors. Hallo lieber Peter, schön, dass du in Arneburg bist. Hier fühlst du dich wohl. Schöne Fotos im Einspieler. Ach Mensch, das Herz. So schön, dass du jemanden gefunden hast zum Reden. Ja, für den Psychologen muss man bereit sein. Das stimmt allerdings. Dir liegt es nicht, da du sehr einbrüderisch bist. Ja, Peter, hol dir weite Energie und Kraft aus der Natur. Bilder von Hochwasser wären toll. Du weißt ja selbst, Alk und Tabletten sind keine Lösung. Und auch nicht gesund, obwohl ich das voll verstehe. Ja, Trauer macht alt. Peter, du musst weitermachen für deine Tochter. Ja, die Spendenaktion läuft wirklich super. Ich drück dich ganz, ganz lieb, Heike. Ja, Hochwasserfotos habe ich eigentlich gar nicht gemacht, ne, weil ich wieder nur Tiere fotografieren war. So ein bisschen in dem Ruheforst habe ich fotografiert. Und das fand ich schon ganz interessant. Da halt, ne. Würde ich gerne nochmal hinfahren, ein bisschen fotografieren. Weil ich muss jetzt mal so langsam so Trauerkarten, die gestalte ich selber. Ja, weil ich möchte da was ganz Bestimmtes fotografieren dann halt. Ne? Ja, Spendenaktion, ne? Findet ihr den Link bei mir auf dem Kanal. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr spenden. Ne? Gehen wir weiter. Erstmal nochmal liebe, liebe Grüße. Und dann von Felfke Stock. Hallo lieber Peter. YouTube an deiner Stelle würde ich wirklich nicht aufgeben. Das könnte therapeutisch für dich sein und dich positiv in die Zukunft sehen. Alles Gute dir.
Ja, mein Lieber, ja, YouTube muss ich euch auch lassen. Das bleibt auch. Erstmal liebe, liebe Grüße. Das ist halt meine Therapie, das Reden, ne? Von der Marion. Hallo Peter, ich sende dir eine Umarmung. Natürlich ist das alles nicht einfach für dich, euch. Ein ganzes Leben ist eine Herausforderung. Gut, dass du einige Leute um dich hast, die dir gut tun. Ganz liebe Grüße vom Herzen. Marion, vielen, vielen lieben Dank. Ja, mittlerweile öffne ich mich da ja auch so ein bisschen und tue ein bisschen mehr Reden halt, ne? Vom Andreas, Peter, viel Kraft wünsche ich dir für deinen Neuanfang, aber du warst auf einem guten Weg, mach weiter so. Lieb so, wie es deine Tochter sich für das dich gewünscht hat. Alkohol, Suizid und hängen lassen wären bestimmt nicht auf der Wunschliste gewesen. Das stimmt, Andreas. Das passiert auch nicht. Das passiert auch nicht. Ja. Ich habe das ja schon mal erzählt, ne? Sonst war ich immer Fels in der Brandung und ich habe das ja schon mal erzählt, der Fels ist ganz schön ins Schwanken gekommen, aber ich glaube, so langsam steht er wieder. Von der Susanne Mäuser. Lieber Peter, dein Video ist sehr traurig, was nur verständlich ist. Bitte versuch stark zu sein. Stark zu bleiben, trotz der grauenvollen Ereignisse, die dich und deine Familie gerade überrollen. Du hast in der Vergangenheit so viele schwierige Hürden genommen. Ich wünsche dir weiterhin die Kraft, auf diese schreckliche Zeit zu bewältigen. Liebe Susanne, vielen, vielen lieben Dank. Sag. Ja. Ja, ich hab's ja gesagt, ne? Man wird damit lernen müssen, umzugehen. Das ist so. Muss mal gucken, zwei Balken sind da noch. Wir machen mal weiter. Von Ui Berg, Tränchen, Tränchen. Er sei erstmal ganz lieb gegrüßt. Ui Berg, hallo. Kommt drauf an, was für Alkohol. Am besten keine harten Sachen. Bier oder Radler wären okay, denke ich. Oder ein Glas Wein. Ich bin im Moment wirklich nur der Weintrinker. Das ist so. Ja, trockenen Rotwein. Das ist für mich einfach so. Ja, und sei erstmal liebe, liebe Grüße. Ja, dann nochmal. Ja, der Gedanke ist bei mir auch schon öfters da gewesen. Ihr wisst, was ich meine? Ich wüsste gar nicht wie. Hätte Angst davor. Ich habe noch zwei weitere Kinder und mittlerweile bin ich, glaube ich, so gefasst, dass das eigentlich nicht mehr in Frage kommt. Emmy, Peter, es tut mir so leid für dich, aber du musst bitte noch an deine anderen zwei Kinder denken. Die brauchen dich jetzt erst recht und lasse den Himmelswillen den Alk aus dem Spiel. Liebe Grüße, Emmy. Emmy, ne? Es passiert nicht, das verspreche ich euch. Ich mache auch wieder regelmäßig Videos und sowas alles an. Das ist so meine Therapie. Ne? Vom Jörg. Ne? Liebe, liebe Grüße, Kaffee. Ich trinke Wasser im Moment, Jörg. Das ist so. Ne? Leute, ich sage euch, das wird ein langer Film. Wir sind jetzt schon bei knappe 1,5 Stunden. Machen wir weiter. Camper on the Road. Hallo Daniela. Erstmal ganz lieb gegrüßt. Lieber Peter. In diesem Moment gibt es nie die richtigen Worte dafür, aber ich möchte trotzdem ein paar tröstende Worte sagen. Du bist nie alleine. Wir sind alle für dich da in unseren Gedanken, ganz nah bei dir. Wir alle werden dich begleiten und mit dir sein, um die schwerste Zeit zu überstehen. Von Herzen wünsche ich dir ganz viel Kraft, lieber Peter. Liebe Grüße, Daniela. Daniela, vielen, vielen lieben Dank, sag. Bedeutet mir echt viel. Also meine Community. Hallo Peter, nur ein kleiner Gruß. Bin morgen dabei. Na, da hatte ich ja vom Ralf, den kann ich auch sehr gut verstehen, der kennt das auch. Von der Andrea. Lieber Peter, es ist dir das Schlimmste passiert und ich fühle, alles was ich schreiben würde, wäre doch nicht das Richtige. Als wenn mir ein Kloß im Hals steckt, der Gedanke nicht rauslässt. Wir sind da, lass dir Zeit, bleib weiterhin stark, ein Herz kann man nicht reparieren. Aber dein Leben wird dir vielleicht ein paar kleine Pflaster draufkleben und die Sonne dich wieder wärmen. Andrea, das ist so toll geschrieben,
Liebe, liebe Grüße. Danke. Uwe Berg hatte noch, hatte ich auch gesehen. Alles nur traurig. Ah, nee, das, warte mal. Da, ja. Von der Sabine. Alles Liebe, Peter, und ganz viel Kraft. Habe eben den Kanal Jackie gesehen. Ne? Sie erzählt von ihrer Zwillingsschwester, 31 Jahre alt, Ende August plötzlich und unerwartet verstorben. Vielleicht tut es gut, wenn ihr austauschen könnt. Ich habe bei ihr einen Kommentar hinterlassen. Ich habe mir das auch angeguckt, liebe Sabine. Ne? Das ist schon, aber ich bin nicht der Kommentarschreiber. Ich müsste vielleicht mal schreien. Das ist so. Erstmal vielen, vielen lieben Dank. Ich habe sie auch abonniert. Tonne Petra. Lieber Peter, ihr habt einen wunderschönen Ort für die letzte Reise eures Kindes aufgesucht. Bei allen Schmerz, den ihr jetzt ertragen müsst, macht deine anderen zwei Kinder durch irgendwelche Dummheiten, wie du selber sagst, nicht noch Kummer. Mehr Kummer. Wenn du meinst, deine Arbeit, die du sehr gerne machst, würde dich ablenken, probier's. Aber alles ist besser als in dieser schweren Zeit, Freunde zu finden, die du irgendwann nicht mehr kontrollieren kannst und dir nicht gut tun. Du weißt, was ich meine. Also ich bin sicher, irgendwann wird es wieder besser. Liebe Grüße. Ja. Petra, ich werde doch wieder so ein bisschen von hier aus dem Wohnmobil rausarbeiten, das weiß ich wohl. Auch wenn ich so ein bisschen ja noch angeschlagen bin. Ne? Ja. Und ja, von der so. Kleiner Akkuwechsel. Ein Akku durch, Leute. Von der Lilly, lieber Peter, mein Herzensmensch ist am März aus dem Leben gerissen, nach 31 schönen Jahren. Ich fühle mich auch 10 Jahre gealtert, trinke jeden Abend mindestens 2 Bier und ich weiß auch nicht, wie weiter. Aber es muss sich etwas ändern, jedenfalls bei mir. Der Verlust ist noch frisch, mach keinen Bock mehr, es geh in die Natur, laufen, ganz viel und versuch zu weinen. Ja, das mit dem Weinen, das ist im Moment so eine Sache. Klappt nicht immer. Ja, im Moment fresse ich das wieder so ein bisschen komplett in mir rein und ja. Natur ist wirklich das Beste, was es gibt dabei. Ja, erstmal liebe Grüße, Lili. Roswitha, Herzchen vor 2 Tagen, liebe Grüße. So. Von Chris Show, Kri-Show. Ich war jetzt eine Weile nicht mehr auf deinem Kanal und ich wollte jetzt wieder mal reingucken, weil ich es einfach genieße, dir bei dem Leben im Camper zuzusehen. Jetzt ist alles und jetzt diese Schocknachricht. Das tut mir so endlich leid für dich. Ich wünsche dir wirklich ganz viel Kraft in dieser schwierigen Zeit. Mir fehlen leider die richtigen Worte, um etwas anderes zu sagen als diese Floskel. Ich schicke dir ein Herz. Ja, vielen, vielen lieben Dank und liebe Grüße. Das ist einfach, ja, das ist einfach nur traurig, das ist so. Vom Tom, ich kann nur sagen, kein etwas von Alkohol in solchen Stunden, Wochen, Monaten, okay, kein Bier, auch kein Radler. Ich weiß, wovon ich spreche, am besten weit wegbleiben von all dem. Peter, ich bin im Gedanken stets bei dir. Bis bald im Chat. Tom, ja, das ist so. Ich bin ja froh, dass ich schon mal die Tabletten weglässt. Das ist so. Ich bin auf dem Weg, Tom. Das ist so. Dann von Manny's Camperly. Ich hoffe, ihr besteht dieses Schlimme sein, mein Mitgefühl. Manny, es wird irgendwie muss es. Es muss werden, ne? Vom Carsten, mein lieber Peter, ich bin sehr traurig und weine gerade auch sehr viel. Es tut mir so leid. Mein aufrichtiges Beileid. Ich bin im Gedanken ganz fest bei dir und deiner Familie. Mein lieber Carsten, ich danke dir. Ne? Für alle, die es nicht wissen, der Carsten, das war mein allererster User. So. Hallo Peter,
Auch nochmal von Carsten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weine gerade hier sehr. Es tut mir so leid für dich und deine Familie. Ich bin in Gedanken bei euch und fühle dich ganz festgedrückt. Dein Freund Carsten. Ja, Carsten, es ist alles nicht so einfach. Das ist so. Ne? Jetzt von Michael. Schon. Schön, dass du das Video aufgenommen hast. Trotz Ausnahmezustand und Trauer. Alkohol plus Tabletten sind ganz doofe Mischungen. Ich habe es als Freund mal miterlebt, wie Antidepressiva und Alkohol selbst in minimalen Mengen den Menschen neben mir völlig verändert hat. Und das kann als Nebeneffekt zu schlimmen Unfällen, Also ich würde sagen, entweder oder, nie parallele Anwendungen. Lieber mit etwas beschäftigen, zwecks Ablenkung der Gedanken und wieder Sinn im Leben füllen. Dein Film, den du vorhast, unter einem guten Plan. Vielleicht sogar etwas arbeiten. Hm? Na, oder du hast sogar noch handwerkliche Pläne am Wohnmobil. Oder eben eine Reise, wenn es machbar ist. Bringt auch einen guten Gedanken. Gruß, Bernhard. Ja, ne, also ich habe ja noch so ein Projekt vor mit dem Film, ne, und der kommt auf alle Fälle. So, und das ist schon, das wird nochmal viel Arbeit werden. Tabletten sind schon weg, das ist das Gute. Ne, deswegen stütze mich gerade hier in die Filmerei. Jetzt, wenn ich hier rumgucke, sieht das aus wie in einem Profi-Filmstudio gerade. 1000 Kameras um mich herum und sowas alles, ne. Erstmal nochmal liebe, liebe Grüße, Bernhard. Vielen, vielen Dank. So, dann von der Sigrid. Lieber Peter, 2025 lese ich kein Horoskop mehr. Auch mein Jahr war schlimm. Redidiert die Trauer von der Seele. Dann alles, alles Liebe. Schön, wo du jetzt bist. Genieße die Natur. Ja, das ist jetzt aus den, ne, Gedanken beim Fotografieren. Ne, mein Tag Arneburger Hang, das war klasse. Hat mir richtig gefallen. Sigrid, ich wünsche dir was. Dann von der Natascha. Hallo Peter, ich bin in Gedanken bei dir. Ich wollte dir sagen, es tut mir unendlich leid. Ich kann das alles nicht in Worte fassen. Ich bin immer noch sprachlos. Ich würde dich auch gerne mal zu uns in Frankreich nähe Basel einladen, ein paar Tage zu uns zu kommen. Melde dich einfach, wenn dir der Kopf danach ist. Liebe Grüße, Natascha. Janis Mama. Die war ja auch im Livestream dabei, die Natascha. Ich sage aber nicht, wer Jenny ist. Das habe ich jemandem versprochen. So. Und ich werde diese Einladung auch annehmen, Natascha. Verspreche ich dir. Ne, von der Steffi. Schön, dich in der Natur zu sehen. Das war auch klasse. Ulla, hallo Peter, das machst du richtig. Raus, solange wir die Sonne scheint, schön an der Luft, das aufs dass der Kopf freikommt. Ja, das hat es auch so ein bisschen. Jetzt regnet es, aber das ist mir egal. Ich gehe morgen trotzdem spazieren und dann aber den Livestream, den machen wir dann hier. Emmy, Peter, versteht dich sehr gut. Nur ich dachte, du willst gar nicht so den Kontakt zu mir, Peter. Emmy, hatte ich ja schon in dem Film gesagt, das ist nicht böse, weil ich bin nicht der WhatsApp-Schreiber, ne? Und Telegram auch nicht. Da gibt es einige, die haben sich auch schon beschwert, warum ich nie antworte und sowas alles, ne? Aber das habe ich ja in dem Film ja auch schon gesagt. Ne? Helmut, drück dich. Habt ihr im letzten Video schon geschrieben? Mehr kann ich nicht. Helmut, ich weiß das sehr zu schätzen. Viele, viele Grüße. So, Hans Joachim. Liebe Grüße aus Kreuztal bei 7. Liebe Grüße zurück. So. Emmy, Peter, freut mich, dass du raus bist. Super, Peter, nimm dir Zeit in der Natur es zu genießen, der letzten Sonnenstrahlen. Und mal nicht Regen. Ja, Emmy, den Regen haben wir jetzt leider, aber da war schon richtig klasse. Das ist so. Dann von der Sabine. Tolle Fotos. Meine liebe Sabine. Ich finde die gar nicht so toll. Das ist einfach, ne? Ich bin da immer, das war ich schon immer so ein bisschen zu selbstkritisch. Das ist so. Ne? Von der Susanne. Wunderschöne Tieraufnahmen und nein, das ist absolut kein Gelaber,
sondern ein von der Seele reden. Alles, was dich bedrückt und beschwert und dir durch den Kopf geht, es ist schön, von dir zu hören, Peter. Ja, meine liebe Susanne, ich habe das ja mal gemacht, ne? Sinnfilm, der Natur ist der beste Arzt, und das ist auch so. Ja, dann von Michael. Trauer ist für jeden anders. Der eine, deine Weise ist diese. Gut so. Ich denke, dass die Natur es so eingerichtet hat, dass man in solchen Situationen eher funktioniert, als zusammenzuklappen. Damit man besser weiterlebt, überlebt. Alles Gute weiter. Von Bernhard. Bernhard, ja. Irgendwie funktioniert man immer weiter, ne? Sei erstmal ganz, ganz lieb gegrüßt. Dann kommen jetzt ein paar Kommentare. Und jetzt werde ich gestört. Ihr merkt, das Wohnmobil wackelt. Jetzt ist wieder zu. Jetzt haben sie gemerkt, dass ich Filme machen bin. Das war garantiert meine Tochter. Aber ein bisschen brauche ich noch. Jetzt kommen ein paar Kommentare, die haben mich sehr gefreut. Das ist von einem User, der lange, lange nicht dabei war. Und das freut mich wirklich, dass er dabei ist. Das ist von Jason, von Saturn, Turn Inc. Den grüße ich erstmal ganz, ganz lieb. Ne? Hallo Peter, mein herzliches Beileid. Es ist eine so schreckliche Nachricht. Unfassbar. Ist wirklich schrecklich. Hab keine Worte. Ich schicke dir viel Kraft und Liebe und irgendwie innere Stärke, um das alles zu verkraften. Echt sehr traurig. Liebe Grüße, Jason. Jason, vielen, vielen lieben Dank. Da kommen jetzt noch mehrere. Ja? Hallo lieber Peter. Gut, dass du dich wieder meldest. Gedanken beim Fotografieren. Trotz alle schwere und sehr schmerzhafte Gefühle. Das darf alles sein. Ich finde es gut, dass du wieder rausgehst, ab in die Natur und dir da was Gutes holst. Die Natur heilt ja immer. Es sind absolut schwierige Tage für dich, aber ich hoffe, die vielen lieben Menschen hier auf deinen Kanälen geben dir Kraft und Unterstützung, Liebe und Halt. Du bist nicht alleine. Ich fand die Naturaufnahmen im Video und die Fotos echt ganz schön, ganz, ganz schön. Du hast dir da echt ein Geschenk gemacht mit dieser Runde. Wunderschön. Danke fürs Teilen. Ich wünsche dir Kraft, Gelassenheit und Mut, um alles anzugehen und zu machen, was im Moment notwendig ist. Lasse da, wo Menschen nicht hilfreich reagieren oder dumme Sachen sagen, einfach den Wind diese Wörter wegtragen. Nimm dir nur das, was dir gut tut. Wärme dein Herz damit. Ich denke an dich. Alles Gute, Jason. Ja, mein lieber Jason, danke für deine tollen Worte. Und ich frage auch hier erstmal einfach, wie geht's dir denn? Ne, weil ich weiß, dass du auch eine komplett schwere Zeit durchgemacht hast. Ne? Ja, es ist ja mal so ein dummer Kommentar gekommen, so mit der Wohnung. Das ist vielleicht nicht böse gemeint gewesen. Und naja, ne, muss man mit leben halt. Ne? Das ist so. Ne? Aber die Natur, die hat mir wirklich geholfen. Erstmal liebe, liebe Grüße. Dann nochmal vom Jason. Die nächsten sind alles so ein bisschen vom Jason. Hab das nachher jetzt geschaut. Du hast eine wunderbare, schöne, liebe Gemeinschaft um dich herum aufgebaut, Peter. Das ist ganz wertvoll und sicherlich ein Spiegel von dich selbst. Lass dich von den vielen lieben Menschen tragen durch diesen schlimmen Tagen. Ich denke an dich, Jason. Mein lieber Jason, ja, ne, es hat sich ja wirklich viel getan bei mir auf dem Kanal. Und es ist für mich wirklich die allerbeste Community eigentlich, die es gibt, die man sich vorstellen kann hier. Das ist einfach so und nicht anders. Ne? Und das merkt man auch immer in den Livestreams, ist das wirklich, wir haben ganz, ganz wenige Leute, mir fällt schon wieder der Begriff nicht ein, die stören und sowas alles.
Ne? Und das ist schon echt klasse geworden. Ne? Würde mich freuen, wenn du auch mal im Livestream dabei bist und sowas alles. Erstmal liebe, liebe Grüße an dich, Jason. Na, da hat aber einer welche gelöscht. Okay. Bauer, mein aufrichtiges Beileid dir und deiner Familie. Es gibt nichts Schlimmeres, als ein Kind zu verlieren. Das Leben muss weitergehen. War deine Tochter geimpft? Ja, die war geimpft. Aber ich möchte da wirklich keine Diskussion jetzt lostreten. So, das war so eigentlich der letzte, das wundert mich gerade, Kommentar, weil es fehlten eigentlich noch welche. Warum auch immer. Ich will mal einmal gucken, bei Überprüfung ausstehend sind keine drin veröffentlicht. Beantwortete Kommentare. Nee, jetzt muss ich mal gucken. Habe ich da was? Nee, ist weg. Okay. Ja, meine lieben Leute, jetzt sind wir garantiert bei 2 Stunden. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll. Soll ich den in 2 Stunden machen, den Film? Oder mache ich da viermal eine halbe Stunde raus? Ich glaube, ich mache da viermal eine halbe Stunde raus. Nichtsdestotrotz, ne, jetzt probiere ich mal so einen Abstand zu machen. Ein Abspannen, was ein Abspannen, Abspannen, was mir immer so ein bisschen schlecht fällt. Ne? Tja, liebe Leute, ne? Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, vielleicht auch eine Kanalmitgliedschaft abschließt. Ne? Das würde mir nämlich dabei helfen, das in dieser Form weiter zu behalten. Es soll ja auch wieder mehr werden. Kommentare da lasst, ne, die ich dann entweder im Livestream beantworte oder hier als filmerische Form, so wie jetzt. Ne, und viele, viele Daumen hoch gibt und vielleicht auch mal meine Filme teilt. Ne, das wäre auch sowas. Das würde mich total freuen. Ich freue mich jetzt schon, jetzt kann ich es nicht sagen, auf die nächsten Livestreams, auf die nächsten Videos. Ne? Und ich würde mich freuen, wenn ich euch alle mal in den Livestreams sehe und nicht nur als stille Zuschauer. Ne? Hier, ich wünsche euch was. Ne? Ihr seid wirklich die beste Community, die ich mir vorstellen kann. Euer Peter von der Definite Camper. Tschüss. Vierter Teil vorbei. Ne? Ja, wie geht's weiter mit den Kommentarvideos? Ich werde die auf alle Fälle weitermachen. Und erstmal in filmerischer Form. Ich habe mittlerweile auch so ein paar Kommentare so beantwortet. Ne, die muss ich dann noch rauspicken. Aber ich möchte gerne das beibehalten, dass mittwochs immer zumindest ein Film kommt, wo ich die Kommentare aus dem Wohnmobil heraus beantworte. Ne, und das soll doch bleiben. Und das soll zum Beispiel einer der festen Bestandteile sein, wo ich, wie heißt es, ich muss so eine Regelmäßigkeit reinkriegen. Sprich, Mittwochsvideo, Freitagsvideo, Sonntagsvideo. Hätte ich ganz gerne. Und je nachdem, Mittwochs-Livestream, Freitags-Live kochen und eventuell und sonntags auf alle Fälle um 19 Uhr immer mein Livestream, der will ich beibehalten. So in der Art soll das alles kommen. Ne? Und auch wenn ich Filme vorproduziere, die findet ihr dann zum Beispiel als allererstes in dieser Kanalmitgliedschaft. Ne? Da kostet, glaube ich, habe ich gemacht 2,99. Fängt bei 99 Cent an mit diesen Mitgliedschaften Emoji Express und dann geht es weiter, die Mitglieder Lounge. Und da könnt ihr alle Filme, die ich zwischendurch drehe, schon mal im Vorgriff sehen. Genauso wie diesen jetzt. Seht ihr komplett im Vorgriff, ne? Weil der wird erst nächsten Mittwoch praktisch veröffentlicht und ihr seht den dann. Ihr könnt euch die dann vorab angucken, ne? Und glaube, für 2,99 € ist das nicht schlimm oder ist nicht viel. Ja, liebe Leute, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Gucken der Videos.
Würde mich freuen über ein Abo natürlich, ne, eine Mitgliedschaft, ne, einmal Daumen hoch, Kommentare und so weiter. Kennt ihr ja, mir liegt das nicht. So, liebe Leute, hier, viel Spaß beim Schauen und wir sehen uns im Livestream.